Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. Hatte Shadow of the Colossus eigentlich wirklich damals auch schon überhaupt keine HUD-Anzeigen? Weil das finde ich nicht nur sehr schön, sondern auch sehr... Oh, guck mal, was ich rausgefunden habe. Sehr wegweisend, denn das ist eine sehr moderne Herangehensweise, würde ich fast sagen. Oh, aha, man lernt ja nie aus. Heute sieht man das sehr viel öfter, dass Spiele versuchen, auf dem HUD zu verzichten. Aber früher war das ja schon noch was sehr Besonderes. Also gut, dann los. Aggro. Ich glaube, ich habe vergessen, wie man das Pferd steuert. Aber dafür findet man interessante neue Sachen raus, wie das hier zum Beispiel. War es Dreieck? Ja, es war Dreieck. Okay, Aggro. Nichts für ungut. Man kann ja wohl mal vergessen, wie man reitet. So. Wo geht's hin? Wow, in den Himmel. Nein, mein Controller macht komische Sachen, glaube ich. Na, schauen wir mal. Entschuldigung. Mein Fehler. Ah, ist das nicht die Schlucht, zu der ich schon als allererstes geritten bin, weil ich doof bin? Ich glaube schon, oder? Ein Adler, ein Falke fliegt mit uns mit. Ha, sehr komisch, weil mein Schwert zielt irgendwie automatisch in den Himmel, mein Bogen nicht. Bei meinem Bogen funktioniert alles wunderbar. Das ist doch komisch, oder? Naja, whatever. Wird schon gut gehen. Na komm, Aggro, gib Gas. Ich weiß nicht, warum das Pferd so langsam ist manchmal. Es kommt mir manchmal schon sehr langsam vor. In dem Spiel, die schauen wir uns vielleicht mal an, am Schluss noch oder so, wenn ich dran denke, hoffentlich. Aber in dem Spiel gibt es Vorher-Nachher-Bilder von der Originalversion und dem Remake. Und man muss schon echt sagen, das ist endlich mal ein Remake, das den Begriff Remake verdient. Weil es nicht einfach nur irgendwie HD aufgehübscht ist, ein paar Texturen aufgehübscht, sondern es ist tatsächlich neu gemacht und tatsächlich sehr schön gemacht. Wirklich toll. Wirklich sehr toll. Ja. Eidechsen. Ich glaube aber wirklich, die Welt im Vorgänger war eigentlich komplett tot, oder? Ich habe es ja, wie gesagt, nie gespielt. Ich habe nur viel drüber gehört, weil ich hatte halt nicht die Möglichkeit, es zu spielen. Und jetzt bringe ich mich um. Weil ich mich verdrückt habe. Spiel vorbei. Na, das versuchen wir nochmal, würde ich sagen. Genau das gleiche ist ja schon mal gut gegangen. Naja, ich dachte, vielleicht landen wir im Wasser und alles wird gut. So war es dann aber leider nicht. Müssen wir jetzt dann nochmal hinreiten, ich denke schon. Naja, selber schuld, oder? Was sollen wir sagen? Ja, wir kriegen nochmal die letzte Cutscene. Na gut, zurück auf Anfang. Ist nie passiert. Ist nie passiert. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe es ja eben leider nie gespielt, weil ich nicht die nötige Konsole dafür hatte. Aber es hat mich immer sehr interessiert und ich war sehr froh, als dieser 3D oder eben dieses Super Remake hier angekündigt wurde, weil ich habe davor schon öfter überlegt, ob ich es vielleicht für die PS3 auf irgendeiner Collector, da gab es glaube ich auch kein Remake, sondern einfach nur ein HD-Dingens, Kirchen oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir da schon öfter gedacht, wäre das nicht was. Naja, auf jeden Fall spiele ich es jetzt, aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich eben viel darüber informiert, weil ich wusste, dass es eben so ein Meilenstein ist. So ein wirklich, und jetzt verstehe ich das auch vollkommen, wirklich ein großes Kunstwerk auch. Und gerade hier auch durch die neue Optik wird es sehr unterstützt. Eben dieser Kontrast, diese Schönheit. Auch von den großen Wesen. Und wir sind der Störfaktor im Grunde. Wir zerstören alles. Und das wird kein gutes Ende nehmen.
Und noch dazu auch vom Gameplay her. Einfach nur vom simplen, stupiden Gameplay. Also ganz ohne irgendwelche Interpretationen und ohne irgendwelche, ne? Einfach nur das Gameplay an sich ist einfach auch so schön. Ich genieße das so, dass wir einfach einen Bosskampf an den nächsten rein. Keine langweiligen Hack-and-Slay-Level, durch die man sich durchboxt. Keine Horden an Standardgegner, durch die man sich durchmetzelt. Sondern einfach nur ein Boss nach dem anderen. Jeder ist auf... obwohl immer wieder das gleiche System bleibt. Hochklettern und den Schwachpunkt finden. Ist jeder ein ganz eigenes Rätsel. Verhält sich ganz eigen. Ich find's total großartig und echt wunderschön. Echt toll. Ein gutes Spiel. Also, es ist ja so oft so, dass so, ich sage jetzt mal, mein Gott, wie soll ich sagen, so kulturell wertvolle Spiele als Videospiel an sich versagen und meistens einfach keine sehr guten oder sagen wir vielleicht tiefgehenden Spiele sind, während das hier auf beiden Linien einfach wirklich sehr gut ist. Und das ist alles andere als selbstverständlich, das muss man schon echt sagen. Sehr gut gemacht. So, Pferd, ich schätze, hier gehen wir allein weiter, oder? Muss ich durch den See durch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wir haben ja keine Sonne. Warte mal. Oh, nach unten hier. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ich laufe mal am Ufer entlang. Schauen wir mal. Wir was auch aufscheuchen. Oder muss ich da hinten in die Höhlen rein? Wieder kein Licht. Es wird jetzt nicht schon wieder so eine Wasserschlange als Gegner kommen. Ich meine, zwei Statuen sehen ja wirklich sehr wasserlastig aus. Also sehr schlangenartig, will ich damit sagen. Nicht sehr wasserlastig. Da ist er! Das ist er! Schnell, halt dich an seinem Fell fest! Na, auf jeden Fall dachte ich eben, aufgrund dessen, dass ich mich eben informiert habe, wurde sehr oft betont, dass die Welt komplett tot ist und das Letzte, was lebt, die Titanen bringen wir um. Oder die Kolosse. Aber hier lebt sehr viel. Nicht nur das frische grüne Gras und die Pflanzen, sondern eben auch Fische und Insekten und Vögel. Es ist eigentlich ein sehr, sehr divergentes Ökosystem, wenn man so will. Ne? So, was machen wir denn jetzt? Der Wegweiser sagt da, dahin. Genau da so ziemlich. Aber schon sehr tief. Nach unten. Ist hier irgendwas vielleicht? Ein geheimer Gang? Eine Höhle? Ich glaube, ich schaue mir mal die Struktur da oben genauer an. Womöglich kann man da irgendwas machen. Womöglich ist das ein alter Tempel mit einem alten Schalter, auf dem steht, bitte hier drücken, um den Koloss zu wecken. Oh, oder er führt unter den See. Cool. Okay. Noch tiefer runter anscheinend. Können wir hier hochklettern irgendwie? Nee. Oh, was ist denn hier? Wie kann ich denn damit interagieren? So nicht. So nicht. So nicht. So nicht. Jetzt habe ich aber alle Knöpfe durch. Aber ich will auf Nummer sicher gehen. Ah, jetzt haben wir es. Was auch immer es war, wir haben es jetzt. Wie eine magische Spieluhr oder so. Komisch. Was machen wir jetzt damit?
Das ist doch eine Tür. Öffne dich. Magische Spieluhr. Was wollen wir mit dir? Warum bist du hier, magische Spieluhr? Muss ich wieder raus hier? Ich weiß nicht. Da oben geht's doch weiter. Ah, da haben wir es. Das sieht sehr kletterbar aus. Sehr gut. Na. Von der Steuerung her ist die Idee, dass man die Sprungtaste gedrückt hält und dann erst die Richtung bestimmt, großartig. Das ist zugegebenermaßen etwas komisch am Anfang, aber eigentlich so gut. Jeder, der die alten Prince of Persia-Teile gespielt hat, weiß, wie oft das passiert und wie furchtbar nervig es ist, dass man eigentlich in eine bestimmte Richtung springen will, aber der Charakter springt ganz woanders hin und man ärgert sich. Mit der Steuerung passiert das nicht. Also normalerweise. Oh, ein richtiges Kolosseum. Und da unten wartet eine richtige Bestie auf uns. Wow. Das geht ja schon mehr in Richtung Monster Hunter als irgendwie hier Kolossus. Tja, wer weiß, ob das wirklich... Wahrscheinlich stellt sich jetzt dann raus, wenn wir gewonnen haben, dass es sich hier in Wirklichkeit um den ganz normalen Drachen handelt, der hier wohnt. Und kein Koloss. Das wäre irgendwie lustig. So von wegen so, das war überhaupt nicht dein Ziel. Sorry, dass wir dir das jetzt erst sagen. Das war einfach nur so eine große Echse, die hier wohnt. Aber wir sind trotzdem stolz auf dich. Du hast dein Bestes getan. Schon sind wir unten. Wow. Ich hätte schwören können. Aber er weiß immer noch nicht so recht, was hier eigentlich los ist. Ich aber auch nicht. Wir sind jetzt schon zwei, die nicht so recht wissen, was hier eigentlich los ist. Hallo. Feuerspeiender Echsendrache. Wow. Sag mal, haben wir hier eine neue Strategie? Müssen wir hier tatsächlich gegen den einfach nur kämpfen, seine Schwachstellen angreifen, nicht auf ihm rumklettern? Der ist auch so klein, also so verhältnismäßig klein im Vergleich zu seinen Freunden. Er verliert aber auch ein bisschen wenig Energie, finde ich. Wow. Ups. Okay. Das war nicht so gut. Aufstehen! Steh doch auf! Soll ich mich mal trauen, einen Pfeil in seinen Mund zu schießen, wenn er attackiert? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Und ich treffe nicht. Das war was, oder? Oh, ich darf nicht in den Nebel rein. Nein, jetzt sind wir nicht tot, oder? Doch, wir sind tot. Nein, ich dachte, es wäre nur die Ausdauer leer. Aber das war unsere Lebensenergie ist leer. Ich dachte, es war nur die Ausdauer. Ich dachte, es war nur die Ausdauer. Es tut mir so leid. Okay, du crazy Eidechsenkerl, du. Boah, ey. Müssen wir erst die Taktik rausfinden. Also Nebel meiden ist schon mal eine gute Taktik. Und ob wir hier, ob ich mich hier ein bisschen umsehen sollte, ich habe keine Ahnung.
Ich bin einfach so. Na, es gibt Leute, ich verstehe diese Leute nicht, aber es gibt Leute, die halten nichts von Bosskämpfen. Die finden Bosskämpfe nervig und die halten das Spiel auf und so weiter. Ich finde, Bosskämpfe sind das A und O. Ich finde so. Zum Beispiel die Bethesda-Rollenspiele sind ein gutes Beispiel, ne? Aber nicht nur, auch ältere Rollenspiele allgemein haben sehr oft sowas wie Bosskämpfe nicht, weil sie eher eine plausible Welt machen und da macht sowas wie Bosskämpfe nicht wirklich Sinn. Finde ich aber teilweise sehr, sehr schade. Ich finde, jedes Spiel profitiert von Bosskämpfen. Meiner Meinung nach. Gut gemachte. Gut gemacht müssen sie sein. Sonst können sie sich ihre Bosskämpfe sonst wo hinstecken. Aber gut gemachte Bosskämpfe sind Gold wert. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas bewirke, wenn ich auf seinen Mund schieße. Oh, hat er da gerade reagiert? Ich glaube, der reagiert drauf. Er verliert aber keine Lebensenergie. Autsch. Oh, das tut weh. Vorsicht. Schrimpschwanzattacken tun weh. Ich kann gar nicht mehr aufstehen. Er reagiert auf jeden Fall, wenn ich ihn von hinten Pfeile dahin schieße. Hm. Ich weiß auch, ich habe auch keine Ahnung, wie und ob ich sein Verhalten auf irgendeine andere Art und Weise manipulieren kann. Da ist was komisch gerade. Glück haben wir unendlich Pfeile. Block ihn auf eine höhere Ebene. Okay. Wow, der hat uns direkt getroffen. Wir sind im Nebel. Oh Gott. Oh Gott, überall ist Nebel. Oh shit. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wie soll denn der überhaupt hier hochkommen, zum Beispiel? Da hinten ist ein größeres Loch. Vielleicht springt er da hoch. Wenn ich ganz nett frage. Dann schubsen wir ihn am Schluss runter, oder wie? Ah, er kommt tatsächlich hoch. Und jetzt schieße ich auf seine Beine und dann fällt er. Der arme Kerl. Und jetzt liegt er da. Jetzt muss ich vermutlich runter, oder? Aber wie soll ich denn so schnell runterkommen? Ja, der liegt da schon eine ganze Zeit lang. Okay, gut, da muss ich mich einfach nur beeilen. Ob ich springen kann von hier? Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Was haben wir zu verlieren außer ein Leben? Komm doch mal hoch. Eidechsen, Froschkerl. Halt, stopp, nicht schießen. Willst du nicht lieber hochkommen zu uns? Hm? Statt da unten rumzuspucken. Ja, genau. Mach das. Und jetzt schaue ich mal, ob ich hier vorsichtig vielleicht so runterrutschen kann. So. Ja, kein Problem. Schwertwechsel. Und jetzt ins Feld springen. Oh Gott, schnell. Hier. Ah, das war voll daneben. Los jetzt!
Waffen. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie er funktioniert. Sehr gut. Er ist wütend und schießt. Zu Recht. Ich wäre auch wütend. Hier bin ich. Nein, nicht schießen. Ah, jetzt ist hier alles giftig und stinkt. Na super. Kommt jetzt hier hoch? Na, das ist super. Hier kann ich seine Beine wahrscheinlich nicht mal genau treffen. Kommt er wirklich hoch? Alles bebt, aber ich sehe ihn nirgends. Da ist er. Warum treffe ich ihn denn nicht? Das kann doch nicht sein. Oh, das Symbol ist schon weg, okay. Komm schon, einen Stich schaffen wir noch. Gut. Jetzt müssen wir leider wieder gehen. Oder auch nicht. Doch, okay. Hätte ja sein können. Einmal noch mit ein bisschen Glück. Einmal noch und dann haben wir ihn vielleicht. Schön. Ja, es ist auch echt schön, dass die wirklich... Man muss wissen, wie sie funktionieren und dann ist alles kein Problem mehr. Wie sich das für gute Bosse gehört. Gute Rätselbosse. A la Zelda. Das macht das Spiel echt sehr, sehr, sehr gut. Besser als manches Zelda. Ach komm schon. Hau doch ab. Jetzt komm doch hoch. Oh, Mist. Gift. Stinky Gift, okay. Stinky Gift abgewehrt. Jetzt komm da hoch. Oder auch nicht. Okay, schnell. Na los. Na los. Ups. Nein, nicht schon wieder bewegen. Ich bin noch gar nicht da. Ah, ich dachte, das reicht. Aber tut es nicht. Tut es nicht. Einen haben wir noch. Na gut. Eine Runde haben wir noch. Komm her. Giftechse. Bist du. Ach, kommt er jetzt schon von allein hoch? Nee, kommt er nicht. Wow. Stinky. Ah nein, come on, Stinker. Hör doch auf. Stinkt doch hier nicht so rum. Ich frage mich, ob diese Giftwolken was sind, das wir noch öfter sehen. Weil es wird Sinn machen, dass die jetzt bei dem Boss eingeführt werden und ab dann öfter irgendwie vorkommen. Vielleicht sogar in Kletterpassagen, in Dungeons, man weiß es nicht. Könnte man theoretisch auf sehr viel kreative Art und Weise nutzen. Sehr viel kreative Art und Weise. Jo. Au. Ist schon gut. Komm, aufstehen. Wir sind gut gelandet. Bam.
Lauf, die dürfen dich nicht kriegen. Wir wissen alle, dass das nicht gut ist. Ich weiß nicht, was da passiert, aber seht euch die Animation an. Das kann nicht gut sein. Wir bluten. Schwarzes Blut aus Gesicht und Magengegend. Und sterben. Das ist nicht gut, was hier passiert. Wir bringen irgendwelche armen, großen, teilweise nicht mal aggressiven, sondern sogar sehr niedlichen Kreaturen um. Und dann sterben wir, indem wir schwarzes Blut kotzen. Kann mir keiner erzählen, dass das gut ist. Ist das echt? Oder werden wir wahnsinnig? Zweiteres. Okay, ein jähes Erwachen irgendwo in der Wüste oder so. Um das kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Agro hat's gefallen, stimmt's? Und beim nächsten Mal schnappen wir uns den nächsten. Ich rede da immer so leichtherzig drüber. Aber in Wirklichkeit fällt es mir eigentlich echt schwer, die umzubringen. 1, 2, 3, 4... Na komm. 5, 6, 7, 8. Oh, okay. Doch noch einige. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.